Kriegst du den? Nicht wirklich. Oh, doch. Das war mehr oder weniger Schuss ins Blaue. Aber es hat funktioniert. So, was haben wir denn noch an Gegnern hier? Gibt es eigentlich auch eine Karte oder irgendwas? Wir haben da jetzt noch zwei Sturmtruppler. Die werden wir ja wohl. Also, wenn wir bis jetzt durchgehalten haben, wäre das ganz schön. Sid Brown, ich bin beeindruckt. Und er hat ja auch noch seinen Artillerieschlag, ne? Die Taube ist ja gerade zurückgekehrt. Natürlich, der Captain verfehlt wieder. Was auch sonst. Ist er nur ein Captain? Sieht so aus, als hätten sie versagt. Glänzende Arbeit, Männer. Aber sie versuchen noch immer, uns einzukesseln. Wir müssen den Kommunikationsgraben im äußersten Osten sichern. Auf geht's! Jetzt muss ich also dann hier raus und ganz nach Osten, nach da unten hin. Jetzt müssen wir dann also angreifen und hier durch das Gas und alles. Das ist natürlich blöd. Gibt es hier nochmal eine Heilstation irgendwo in der Gegend? Anscheinend nicht. Aber erstmal mal sowieso den Kerl da noch fertig. Den Kerl da noch fertig. Ah, die Steuerung ist so ein bisschen. Ist ja auch eigentlich ein Spiel, das für Handys konzipiert worden ist, ursprünglich. Alter, was wollt ihr denn hier? Versuchen uns einzukesseln, ja. Scheiße, habe ich wieder nicht aufgepasst. Zack. Handfeuerwaffen plus eins. Jetzt hier absoluter Nahkampf. Noch Doktor, Mensch, Professor, das kann doch nicht wahr sein. Hast du ein. Ah, hast du. So, einmal da zuschlagen. Na, ganz toll. Nochmal. Das könnte jetzt ungemütlich werden. Oh nein. Es wird wirklich ungemütlich. Oh. Nein! Also dem müssen wir dringend helfen jetzt da. Erstmal, Professor, tut mir leid. Da kommt ein Artillerieschlag rein jetzt. Und natürlich verfehlt. Das ist doch wohl nicht wahr hier. So, einer tot. Komm, der andere auch. Das schaffst du. Super. So, eine Runde beenden. Jetzt müssten wir ja erstmal kurz Ruhe haben. Und dann bitte das Heilequipment benutzen. Zack. Und dann warten wir erstmal einen Moment. So zwei, drei Runden, bis hier alle wieder voll ausgerüstet und startklar sind. Und jetzt müssen wir nach da vorne durch. Das gefällt mir gar nicht. So schön vorsichtig. Ja, eine Runde nach der anderen. Wir bleiben mal hier in den Artillerielöchern. Dann sind wir nämlich weiter geschützt. Einer oben rum, einer verbannt. Habt ihr. Oh oh. Hat irgendeiner von euch eine Gasmaske? Der Captain hat eine Gasmaske. Das ist schon mal ein Anfang zumindest. Und der Sid Brown auch. Dann sollte der vielleicht da oben mit lang. Hat der Professor denn irgendwas? Nein. Gut, B West und der Professor gehen unten lang. Brown und der Captain oben, die haben nämlich Gasmasken. Und immer schön vorsichtig sein. Man weiß nie, was man hier so aufschreckt. Jetzt fehlen so ein bisschen die Hintergrundgeräusche, ne? Soll ich da wirklich durch das Gas? Ich glaube, das mache ich nicht. Nee, wir gehen alle unten lang. Kommt, Leute. Scheiß auf das Gas, echt.
Wir sind ja schließlich nur teilweise geschützt. Achso, die sind da gerade erst rein, ne? So. Einmal darüber. Wunderbar. So, du setzt auch über. Wir tasten uns jetzt vor. Hier ganz langsam und vorsichtig. Eine Runde nach der anderen. Ich will nämlich hier nicht in den Hinterhalt laufen und dann ohne Deckung dastehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die erste scheiße, verklickt. Verklickt! Verklickt nochmal! So, wir machen es mal so. Wenn wir jetzt hier anstürmen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass die erste Mission schon... dass die erste Mission hier schon so lang wird. So, eine Runde warten. Wir haben ja kein Zeitlimit, also uns ist zumindest kein Zeitlimit vorgegeben worden. Deswegen denke ich mal, wir können uns Zeit lassen. So, das machen wir jetzt hier Stück für Stück. Wir lassen jetzt erstmal die beiden da vorziehen. Den Professor und den... die Schweinebacken. Spawnen die einfach... Okay. Hatte ich eigentlich was anderes vor. Spawnen die einfach in unserem Rücken, diese Schweinebacken? Das ist ja... Der Professor kommt aber schon ins Loch, wo er hingehört, so. Die beiden geben uns Deckung nach hinten. Da kommt schon wieder ein Kultist angescheißert. Also, Junge, oh Mensch, Steuerung. So, ab ins Loch und dann auf den Kultisten geschossen. Denn das gibt ja hier Fertigkeitenpunkte. Der Professor kann schon mal ein Loch weiter. So, und jetzt ziehen die anderen beiden noch nicht hinterher. Ganz großes Kino. So, der Captain, der macht sich jetzt mal auf den Weg, denn wir haben ja hier Leute, die auf den schießen können, auf den Kultisten, der da angelaufen kommt. Ist nur blöd, wenn die dann nicht... ihn nicht erledigen können. Komm. Es geht doch. Er hat jetzt auch noch 18 AP übrig. Das heißt, er kann dann nochmal einen Reaktionsschuss abgeben. Du bleibst da. Auch, falls wir einen Reaktionsschuss brauchen. So, Captain ins Loch. Nochmal die Runde beenden. Die Brieftaube ist wieder da. Und jetzt rennt der Captain hier einfach mal ins Ziel. Gute Vorstellung, Leute. Wir haben den östlichen Kommunikationsgraben gesichert. Die Deutschen haben nun gewiss Probleme, wieder anzugreifen, und so bleibt uns Raum für den Gegenschlag. Es ist Zeit für eine neue Mission, und ich habe eine Idee. Wir bringen die Schlacht zu Ihnen und durchforsten Ihre Gräben nach verwertbaren Spuren. Ich weiß, wer uns helfen könnte. Tada! Battle Winner! Level beendet! 37 Gegner haben wir erledigt, 1245 Erfahrungspunkte erhalten, $518 und eine Gesamtpunktzahl von 857. Ich vermute mal, das ist jetzt nicht so toll. Aber immerhin, steigere Fertigkeiten und Können deines Charakters, Waffenausrüstung und Rüstung kaufen oder verkaufen, neue Teammitglieder rekrutieren... und Gegenstände zwischen den Charakteren tauschen, das können wir auch während der Mission machen. Wir verbessern erstmal unsere Ermittler jetzt. Und zwar den B-West. Kurz gucken, was wir hier so machen können. Wie viel kostet denn das, jetzt zum Beispiel das Gewehr zu erhöhen? 15! Das ist ja ein Witz. Dann immer mal drauf hier. Oh, Moment. Ah, das ist für alle. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so pralle. Gut. Er Gewehr, er kriegt plus in Handfeuerwaffen.
Chemischer Schutz wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber das ist natürlich teuer. So, der Sid Brown, das ist der mit dem... Oh, hier, chemischer Schutz 99. Das ist natürlich geil. Der kann man die Artillerieaufklärung ein bisschen verbessern, dass das vielleicht auch mal trifft. Na komm, wir gehen mal auf 55. Und der Brightmere. Der Brightmere. Was macht eine Psychoanalyse? Mal vergleichen. Ja, Handfeuerwaffen 60 ist ja schon mal ganz gut. Cthulhu-Mythos. Warum nicht? Und zwar bringen wir das mal auf 50. Psychoanalyse machen wir mal. Huch! Ah, guck mal. Zack. Chemischer Schutz. Hier auch nochmal. Zack. 99 chemischer Schutz. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Jetzt haben wir noch 80 Punkte. Ich würde ja ganz gerne einen von denen hier in schweren Waffen noch trainieren. Nehmen wir mal den Sid Brown. Der hat ja die Artillerieaufklärung, der kann noch ein bisschen schwere Waffentraining kriegen hier. Tap, 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 tap. 42, haben wir alle unsere Erfahrungspunkte verbraucht. Ob das jetzt so das Beste war, weiß ich nicht. Dazu kenne ich mich zu wenig aus. So, der Quartiermeister, was hat der denn im Angebot für unsere 518 Dollar? Verkaufen ohne Kauf. Okay, als allererstes ein Verbandskasten. Und zwar hier bitte. Wie kaufe ich denn das jetzt? Wie kaufe ich? Leute, bin ich blöd? Ah, okay. So, dann ist natürlich die Frage, die Gasmaske. Wenn wir den chemischen Schutz auf 99 haben, brauchen wir die überhaupt noch? Panzerung. Panzerung ist sicherlich nicht verkehrt. Wir können ja dem Brightmare mal einen Deckel auf den Kopf setzen. Habe ich das jetzt gekauft? Ah. Ich glaube nicht, ne? Oh, ist das verwirrend hier. So, zack. Okay. Und was haben wir hier? Ein Wams aus Lederplatten, das grundlegenden Schutz bietet. Sollten wir vielleicht unseren beiden Hauptcharakteren hier mal zugutekommen lassen. Ja, zumindest hier dem Brightmore kaufen wir mal. Zack. Eine Rüstung, weil der ja weniger Lebenspunkte hat als die anderen. Na komm, hier. Zack. Was soll's. Den Rest heben wir uns jetzt erstmal auf. Schrotflinte für den Fernkampf. Aber wir haben niemanden in Schrotflinten ausgebildet. Was ist denn das hier? Ein Hotchkiss schweres Maschinengewehr. Das ist wahrscheinlich eine schwere Waffe. Da sparen wir mal drauf. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Hier, dem Brightmare, den können wir vielleicht nochmal eine Nahkampfwaffe geben. Obwohl, nee.
Nee, ich will den eigentlich nicht in den Nahkampf schmeißen. Ich denke, wir sind soweit erstmal fertig. Ja, sicher. Tagebuch von Captain Hill. Britisches Expeditionskorps, Frankreich, 20. März 1915. Wir verlegen den Kampf zum Feind. Wir stürmen die vorderen Gräben dieses Kultes der Erwachten auf der Suche nach Spuren. In der Armeesprache nennen wir Leute, die Gräben stürmen, Bande der Schwarzen Hand. Hört zu, Männer, wir werden gleich einen Graben stürmen. Verdammt, also sind wir wieder in der Bande der Schwarzen Hand, Sir? Sind wir dafür nicht ein bisschen schlecht aufgestellt? Exakt, Brown. Unser Auftrag, die Verteidigung durchschlagen, den Prof in die Gräben begleiten, wo er nach sensiblen Informationen sucht und uns dann taktisch hinter die eigenen Linien zurückziehen. Ich freue mich, dass ein Bekannter von mir, Mr. Carlton Green, uns bei dieser Mission unterstützt. Er ist ein Experte für den Nahkampf und Kampfsport. Das ist bestimmt der Typ, der hier gerade in den Graben gesprungen ist. Gut, euch zu sehen, Leute. Ich habe eine lange Reise hinter mir, also reizt es mich ziemlich, endlich wieder zu kämpfen. Die Einstellung brauchen wir. Zuerst stören wir die deutsche Verteidigung, indem wir den Kultadepten ausschalten, der hier das Sagen hat. Er befindet sich westlich unserer Position. Los, Männer! Westlich? Bestimmt der hier. Ein Kultadept. Oh, der sieht ja böse aus. So, insgesamt, was ist das hier? Vor allem sollte ich erstmal... Oh Gott, das sieht ja gar nicht gut aus. Zuerst sollten wir vielleicht zusehen, dass wir hier dieses Feldlazarett hier erreichen. Damit wir uns zur Not heilen können. Ja, ich denke mal erstmal dann auch die beiden da erledigen. Die stehen ja relativ offen. Den Adepten, ich glaube, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit mit. Aber was ich jetzt als allererstes mache, das ist erstmal eine Aufnahmepause. Jetzt, wo wir den ersten Level und die Grundausbildung fertig haben, ich habe nämlich leider nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe mit dem Ganzen. Daher mache ich jetzt erstmal Pause. Werd die Tage dann weiterspielen. Ich finde es ganz interessant. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ist mal was anderes und vor allem ist Call of Cthulhu. Also könnt ihr euch darauf einstellen, dass hier nachher noch so richtig die Kacke am Dampfen sein wird. Ich bin der Rio. Ich hoffe, ich sehe euch auch das nächste Mal wieder im Wasted Land. Jetzt klinke ich mich aber erstmal aus. Wir hören voneinander. Ciao.